Liebe Kameraden, werte Ehrenmitglieder, ich darf Sie im Namen unseres Vereins Kameradschaft recht herzlich zu unserer Maibaumaufstellung grüßen und danke allen, die hier gekommen sind. Ein besonderer Gruß. Zum Schluss ist nur noch zu sagen, dass ich Ihnen allen einen schönen Abend, einen angenehmen Abend im Kreise der Kameraden wünsche. Euer Rainer. Frisch und jung an Jahren, das geht jetzt auf Wanderschaft. Um was Neues zu erfahren, geht zu proben seine Kraft. Bleib nicht sitzen, bleib nicht sitzen, reisen ist das Allerbest. Fröhlich klingen unsere Lieder, auch so lasst uns reisen, Brüder, in den hellen jungen Tag. Bleib nicht sitzen, reisen ist das Allerbest. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Langenprozentner, Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste, ich darf Sie als Bürgermeister im Namen der Stadt Gemünden recht herzlich zur diesjährigen Aufstellung des Maibaums hier bei uns in Langenprozelten recht herzlich willkommen heißen. Wie in jedem Jahr, so sind wir auch heuer wieder am Vorabend zum 1. Mai hier an der Mainlände zusammengekommen, um gemeinsam einen Maibaum aufzustellen. Damit folgt nicht nur wir einer Jahrhunderte Jahre alten Tradition, denn heute werden im gesamten Land Maibäume aufgestellt. Ich darf Sie auch herzlich einladen, anschließend die guten Bratwürste im Weg, wie so schön heißt im Porzellan, bei einem gemütlichen Beisammensein zu genießen. Mit der Gewissheit eines freien Tages wünsche ich allen noch ein paar schöne Stunden heute Abend und morgen hoffentlich einen sonnigen 1. Mai. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, liebe Bratzellerinnen und liebe Bratzeller, gern komme ich natürlich dem Wunsch des Kameradschaftsvereins nach, hier einige Grußworte zu sagen zum Maibaum aufstellen. Und dieses Maibaum aufstellen, der Bürgermeister hat es ja gesagt, hat eine ganz große Tradition, vor allem in Südbayern, wenn man in den letzten Tagen den Radio angeschaltet hatte, Bayern 3 oder Antenne Bayern, dann ist da ja immer ein reiner Wettbewerb, wer stiehlt dem anderen den Maibaum weg oder wer kürzt ihn und so weiter. Aber da sind wir hier weit davon weg. Ich möchte erstmal den Verein Kameradschaft ganz herzlich danken, dass er diese Tradition des Maibaumaufstellens hier aufrechterhält. Und ich muss sagen, bei diesem sehr, sehr guten Besuch ist das wirklich ein richtiges
Gemeinschaftsfest der Langen Prozentner, wenn hier der Musikverein und der Gesangverein, wenn der Gesangverein sich einbringt, dann können wir hier froh sein, dass es einen Verein gibt, der diese Tradition pflegt. Insofern wünsche ich Ihnen alle viele vergnügliche Stunden und hoffe, dass wir nachher dieses Ding gut zum Stehen kriegen. Vielen Dank. Ja. Ich sag nur, Michael Baum hoch. Thank you.
Jürgen Escher.